Das fand ich mega geil, das kenne ich aus irgendeinem Film. Das war tricky, Alter. Das war das spontan. Ich bin morgens, bevor meine Frau muss es später schaffen, dachte ich, scheiße, jetzt gehe ich noch kurz in den Wald. Das ausprobieren. Und dann ging das. Es geht nicht immer, weißt du? Mhm. Das muss irgendwie in der Mitte sein. Auf einmal geht das. Ja, und dann kommen die coolsten Sachen zustande. Ja, vor allem. Ja, wir machen es. Wir machen das doch. Ja. Hi und herzlich willkommen beim Rumor Sports Talk. Willkommen zurück, die Woche mit zwei Shows. Auch einen coolen Gast heute, Armin. Servus, Armin. Hi. Wie geht's dir? Mir geht's super. Alles gut? Ja, klar, bei dir? Du warst heute im Löffinger Tierpark. Ja? Genau, mit meinen Kindern und meiner Frau. Und? Ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich habe nur so ein süßes Video gesehen, das in Insta-Story gemacht, wie dein Kleiner so rumgerannt ist. Mega goldig. Ja. Wir sehen hier die Dia-Show von deiner Instagram-Seite. Erklär uns mal bitte, was du machst für die Leute da draußen. Also ich habe angefangen, so im Alter von 6 oder 7, da habe ich einen Film im Fernseher gesehen von Jackie Chan, Die Schlange im Schatten des Adlers. Und da war ich angetan von Kampfsport, von Kampfkunst. Ja. Ja. Ja, und dann im Alter von 8 Jahren habe ich angefangen in Speichingen damals mit Sutemi Yutsuryu Karate. Damals gab es in Deutschland noch nicht so viele Kampfsportschulen und alles. Okay. Und dann habe ich das besucht und habe dann dort angefangen. War ungefähr 2 bis 3 Jahre dabei. Einfach also Karate in der Karateschule? Ja, da wurde auch viel Jiu-Jitsu gemacht. So, das war eher ein Mix. Also da ist viel Jiu-Jitsu dabei. Karate-Elemente sind auch mit dabei. So wie Kung Fu etwas dabei ist. Ja. Ja. Da wird ganz viel japanische Kampfsportarten einfach auch gemischt. Und danach hast du dir gedacht, das reicht mir noch nicht? Oder? Ja, nein, es war so, dass man wird etwas älter, baut mehr Scheiße als Junge, oder? Kommt in die Pubertät und meine Eltern dachten, Kampfsport ist gar nichts mehr für mich und haben mich dann da abgemeldet. Durfte ich erstmal gar keinen Kampfsport praktizieren. Okay. Was mich aber nicht abgehalten hat. Ich habe trotzdem weitergemacht, bin dann immer in der Speiching in den Wald gefahren und habe da meine Skills trainiert und immer viel von Kampfsportfilmen damals. Internet war da noch nicht so, dass jeder Jugendliche Internet hatte. Zugriff ohne Ende. Ja, genau. Ja, das ist, vor allem, wenn man früher in den alten Handys aufs Internet-Button gekommen ist, oh mein Gott, das kostet ein Haus. Genau, das genau. So ist es, ja. Und dann habe ich mir das da abgeguckt und im Wald immer wieder trainiert. Bis heute. Das, was du jetzt momentan machst, wir haben uns kennengelernt in Geising, eigentlich ganz zufällig. Ja, genau. Und wir haben ein bisschen darüber geredet. Ich habe die Videos angeguckt, gefällt mir mega. Das ist genau mein Ding da. Danke. Und deswegen wollte ich dich auch hier dabei haben. Und wie machst du das? Du hast alle möglichen Waffen, mit denen du trainierst? Ja, also es war schon immer mein Steckenpferd. Das habe ich im Sutemi Yutsuryu Karate im Kobudo gelernt. Da waren das einfach nur Anis, also die zwei Kurzstöcke und den Bo-Stab. Und da habe ich das Wirbeln und die Schlagkombinationen gelernt und einfach nur die Basics. Und eigentlich alles, was ich mache, entspringt aus den Basics. Okay. Darauf lässt sich dann aufbauen, genau. Der Dreifachstock? Ja. Wie oft hast du dich selber mit diesen Dingen getroffen? Das interessiert mich. Mit dem Dreifachstock bin ich noch nicht so lange mit dabei, beherrsche ihn aber sehr gut, weil ich mit dem Bo angefangen habe. Mit dem Bo habe ich mich oft verletzt, früher, bis ich es drin hatte, aber ja, so bestimmt 5, 6 Beulen hatte ich schon. Ja, weil ich stelle es mir ein bisschen... Ja, man tut sich schon weh, aber heute auch noch. Mit den Ketten, weißt du, also da sind ja so Ketten dazwischen. Ja. Seile, da sind Seile, genau. Und wenn ich sage, das hast du ja nicht immer 100% unter Kontrolle, weißt du, wegen Schwungkraft. Und deswegen kann es mal sein, weil wir haben, glaube ich, als Kinder oder als Jugendliche, hatten der Vater von einem Freund, der hatte die Nunchakus.
Ja, genau. Und immer, wenn wir mit denen Faxen gemacht haben, da hat sich immer irgendjemand verletzt. Das ist normal, deswegen, ja, genau. Und das ist mir sofort in meinen Kopf, weißt du, wie eingebrannt, dass sich irgendjemand das Ding mal irgendwie zwischen die Beine haut oder ins Knie oder ins Hirn. Also hat jeder heimlich mal so heimlich so seinen Jacko gebaut. Ja, und ausprobiert und das allererste, was passiert, ist halt zack gegen die Rübe. Okay, wie kommst du auf die neuen Sachen, die du jetzt momentan machst? Weil ich meine, du trainierst ja im Wald. Ja. Also in Geising hinter... Genau. Einfach im Wald, ganz alleine. Geht es da ein bisschen um die Umgebung? Oder ist auch viel. Also in der Natur schöpfe ich die Kraft für meine Stärke und für meine Skills. Weil da habe ich einfach Ruhe. Da ist keine Person und da lässt sich es am besten praktizieren. Ja. Was ist denn das Schwierigste zum Lernen? Also von dem erstmal mit den Waffen und dann gehen wir auf die Wirbel, Kampfkunst. Die Wirbeltechniken. Mit den Waffen. Mit dem Stock, das Wirbeln mit dem Stock und mit den... Die Drills, die sind die allerschwersten. Da tut man sich heute noch hin und wieder verletzen, aber man hat es soweit in den Griff. Man muss es halt täglich, wirklich jeden Tag wiederholen und üben. Ja, das ist wie, wenn man in etwas gut sein will, muss man das halt täglich machen. Wenn man eine Pause macht einen Monat, das wirft einen gleich wieder 6-7 Monate zurück und das... Ja. Okay. Interessante Sachen und du hast mal erzählt, du nimmst YouTube-Videos inzwischen und die einfach nachmachen, oder? Ja, ich lerne, ich schaue mir viel aus dem Internet, ob Filme oder YouTube-Videos, und die schwersten und besten Skills, die viele nicht hinkriegen, sind mein Steckenpferd. Das ist so, was ich dann immer hinkriegen möchte und mich dann da auch reinsteige, und ich denke, es gelingt mir hin und wieder sehr gut. Was ist das Schwierigste, was du gemacht hast in den letzten paar Monaten? Nicht in deiner Lebenszeit, sondern einfach in den letzten paar Monaten. Die schwierigsten Sachen, die man... Das war mit der Kette, also eine Chain Whip. Also das sind so diese Kettenpeitschen, neunteilige Kettenpeitsche heißt es. Und damit zu praktizieren und zu wirbeln, wenn man da was auf die Rübe kriegt, ist schon sehr gefährlich. Man muss schon sehr aufpassen. Schon sehr eine gefährliche Waffe. Das ist vorne dran wie so eine kleine Kugel, oder... Das ist eher ein Dart, also wie ein Lot, auch ein Gewicht. Ja. Und jedes einzelne Element, das sind 9 Teile, haben auch nochmal ein Gewicht. Also, okay, damit es ein bisschen ausgeglichener bleibt, oder? Ja, das ist auch eine Waffe. Ne? Das musste damals auch einen Gegner eliminieren können. Und ja, da gibt es auch die ganz leichten natürlich, aber ich praktiziere schon mit denen, wo 1 Kilo wiegen oder 1,5. Okay, und was ist dein Ziel für das Ganze, also für die Kampfkunst, was möchtest du damit erreichen in erster Linie? Also für dich? Für mich ist es eigentlich eine Gesundheit, also für meine Gesundheit und meine geistige Entwicklung steckt dahinter. Also die Disziplin, ich brauche die einfach irgendwie. Ja. Das ist das einfach, um ausgeglichen auch durch den Tag gehen zu können. Okay. Das scheint mir irgendwie logisch. Ja. Das ist schon eher ein Lifestyle. Ja. Das grenzt schon an Besessenheit manchmal. die Hölzer durchschlagen, wie weit bist du da? Ich meine, man sieht diese ganzen Karate-Drills oder was auch immer, wenn Karate gezeigt wird oder so Shaolin-Mönche oder so, man sieht sie immer irgendwas durchbrechen. Ja. War das der Gedanke dahinter, dass du das einfach machen willst? Oder inwiefern muss man seine Knöchel denn da... Ja, man muss sich schon noch abhärten. Und es kommt auch auf die Technik drauf an und auf die Atmung, auf die Körperspannung, dass alle Muskeln anspannen in dem Moment. Und ja, da kommt es auf die Genauigkeit des Schlages an. Und das ist eigentlich dazu da, dass wenn man einen Bruchtest macht, beweist, dass man den Schlag mit eliminieren kann. Ja. Okay, und wie? mein das Eliminieren, weil es ist immer so sagt, das war mal... das hört sich hart an, das ist von früher. Ich bin sehr traditionell in der Hinsicht. Du willst niemanden töten? Nein, auf gar keinen Fall. Es ist nur Kampfkunst. Also ich sehe mich als Kampfkünstler. Ja. Und, du willst auch... meint das UFC oder MMA kommt jetzt immer... wird immer größer und größer. Und es hat auch seine Daseinsberechtigung, ganz klar. Und ich finde es auch klasse, die Kämpfer, aber... Ich persönlich kenne mich nicht sehr viel damit aus, oder ich finde es auch sehr brutal. Und ja.
Wäre für mich nichts. Brutal für jemanden, der in den letzten 5 Minuten 3-mal eliminieren gesagt hat. Ja. Also, ich meine, es ist anders. Ja. Man, zwischen Kampfkunst und Kampfsport ist, genau, ist ein gewaltiger Unterschied. Stimmt. Und es gibt, MMA ist nur rein sportlich gesehen, ja, ein Kampf, es ist eine Kampfsportart. Ja. Und da ging es nicht um irgendwelche hunderte Jahre alte Traditionen, um, ja, Gegner, genau, einfach umzubringen, ja, oder sich zu verteidigen gegen Gefahren. Ich glaube, mir gefällt der respektliche Aspekt dazu einfach, wie man die Lehre, was für eine Lehre auch bei den Kampfkünsten dahinter steckt, ja, das Geistliche dahinter. Das interessiert mich auch sehr, weil da geht es viel um Respekt, viel um Disziplin. Und das braucht man einfach, um auch ein Kampfsportler zu sein, nicht nur ein Kampfkünstler. Weil das wollte ich gerade sagen, wir hatten einige Kampfsportler auch hier im Interview. Habe ich verfolgt, genau. Und Matthäus hat damals, ja, Ähnliches gesagt über das Gym, was sie, ja, haben, über Bushcamp Bros. Ja. Und dann hat er gesagt... Gruß geht dahin. Grüße an die Bushcamp Bros. Genau. Und zwar ging es da auch darum, dass er gesagt hat, dass seine Schüler oder die Schüler aus dem Gym, dass sie respektvoll, ja, genau, allen gegenüber sein sollen, ja, und sie repräsentieren sein Gym und er will nicht, dass es irgendwelche Arschlöcher sind, dann, genau, die Schlägereien anfangen, genau, auf der Straße. Und das ist so der Grundgedanke. Es geht viel um Respekt, ja, um die geistige Gesundheit vor allem auch. Genau. Woher hast du das? Ich kenne das aus dem, ja, Film. Ich glaub, das ist Affen-Kung-Fu. Ja. Ja. Wie bist du da drauf gekommen? Ich habe es gesehen und ich habe es geübt. Hast du es bei Jackie Chan gesehen oder hast du es einfach nur... Ich habe das aus YouTube, ich weiß gar nicht, in welchen Filmen ich das mal gesehen habe, aber ich habe das mehrere Male schon gesehen, im Internet oder in Filmen, weiß ich gar nicht mehr ganz. Aber ich wollte es unbedingt können, ja. Ich glaube, wo ich es gesehen habe, war, ja, bei 12 Monkeys mit, ja, mit Jet Li. Genau, stimmt, da gibt es auch, ja. Weil der, Kong, der Affengott. Ja, genau, ja. Und er nimmt, glaube ich, seinen Stock, wo er dann drauf springt und alles. Genau. Und ich glaube, da habe ich das gesehen und daran hat es sich mich mega erinnert. Das, ja, mega cool, zieht euch die Videos rein. Crazy Ajak in Instagram, genau, wir werden es einblenden. Und ja... Was gibt's sonst? Was sind die nächsten Ziele? Meine nächsten Ziele sind einfach weiterzumachen mit meinem Kampfsport privat. So wie auch, ich habe vor 2 Jahren wieder mit Sotemi Yutsuryu Karate begonnen. Damals, wo ich aufhören musste. Okay, Kind. Was genau ist es? Sotemi Yutsuryu Karate ist, da ist viel Jujutsu und Sotemi dabei. Also viel Judo, Würfe, Festhaltetechniken, Kreuzfesselgriffe. Solche Sachen, einfach viel Selbstverteidigung, sehr viel. Okay, und, ja, da bist du jetzt wieder rein? Genau, und da will ich mal gucken, dass ich da weit komme, weil es war das, wo ich als Kind angefangen habe und es möchte ich zu Ende bringen. Und ja, mir gefällt das sehr, was dort praktiziert wird einfach. Das ist einfach eine hohe Vielfalt an allem japanischen Kampfsportarten. Willst du wieder zurück in den Gym oder willst du es einfach nur für dich machen? Ich mache es für mich, ja, und keine Ahnung, mal gucken, wohin es mich bringt. Also keine genauen Ziele. Nein, überhaupt nicht. Da haben wir auch ein Bild von dir im Gym. Ja. Wo war das? Oder? Das ist in Trossingen, im Bushido Trossingen. Ja. Das, der Meister ist Tibor Ratz, das ist mein Meister. Da ist es so Temi Yutsuryu Karate und das war da im Sommerlager. Da waren, ah, okay. Ja, da war, diesen Sommer hatten wir da ein Sommerlager. Also es war dieses Jahr, oder? Genau, mit Prüfungen und Seminaren. Wie weit bist du? Ich meine, ich bin beim Grünen Gurt. Grünen Gurt? Ja. Für alle, die es nicht wissen, ist die Rangfolge. Kannst du mal kurz durchlaufen. Zuerst ist ja der weiße Gurt. Ja. Den kriegt man ganz am Anfang. Mit dieser Unbeflecktheit. Unbefleckt, genau. Ja. Dann kommt Gelb. Ja. Nach dem Gelb kommt Gelb mit schwarzen Balken. Also mit einem Streifen dran. Einen Streifen, genau. Gurt, ja. Dann kommt Orange. Nach Orange kommt Grün. Ja, okay. Genau. Und ich frage das jeder, der bis jetzt hier war, ja, ja, aber wie steigt man dann eine Stufe auf? Man muss eine gewisse Zeit ins Training kommen, ganz klar. Und regelmäßig muss man sich da auch zeigen. Und nach der gewissen Zeit ist eine Vorgabe meistens bei den höheren Gradierungen dann 1 Jahr, 2 Jahre.
wo man warten muss, wo man immer regelmäßig in Training kommen muss. Ja. Dann gibt es einen Lehrgang vor der Prüfung. Da wird nochmal das Wichtigste durchgenommen. Und dann wird halt dann alles auch abgeprüft. So Kata, Selbstverteidigungstechniken, Entwaffnungstechniken werden abgerufen. Okay. Ja. Also alles, was so dazu gehört, bei, also wie beim Karate eigentlich fast auch. Und was ist, also jetzt hast du den grünen Gurt und was brauchst du, um dann den nächsten Gurt zu bekommen? Also wie lange würdest du jetzt brauchen? Ich glaube ein Jahr. Ein Jahr? Ja, regelmäßig muss man kommen, ja. Ein Jahr. Und dann muss man sich natürlich wieder anmelden für die Prüfung. Und wie kann man sich so eine Prüfung vorstellen? Sind das eine Abfolge von Bewegungen, die man, ja, die, ja, geprüft werden? Ja, also zuerst Kata, da werden das Abfolge von Schlägen und Fußtritten. Ja. Dann die Selbstverteidigungstechniken, da muss dann der Uke, also der Gegenüber, muss angreifen und man muss sich verteidigen. Okay. Und da die Möglichkeit zeigen. Ja. Dann die Entwaffnungstechniken, die gehören auch zu Selbstverteidigungstechniken. Und dann haben wir, ja, Katas hatten wir schon, Selbstverteidigungstechniken, ja. Entwaffnungstechniken, ja, genau. Und der Fitnesstest, der kommt ganz am Anfang dran. Der kann schon manchmal echt übel sein. Ja, das, wir haben mal, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, aber wir waren mal während der Wintervorbereitung vom, ja, Fußball, das, da kann man nicht so viel machen, wenn Schnee draußen liegt und dann überlegen sich die Trainer immer bestimmte Sachen, die man machen kann, wie Spinning, wie Fitnessstudio und dann war so Kampfsporttraining. Ich glaube, ja, wir waren damals im Kickbox-Training, es war für die Vorbereitung, also für jeden, der Fußball spielt, ja, Fußball hat mit viel Laufen zu tun und Kondition ist ein großer Teil, aber das ist anders. Also die Bewegungen sind einfach anders und die Belastung ist, es war, für mich war es die Hölle. Ich bin eh nicht der große Läufer, ich mag zum Beispiel Joggen nicht. Das gilt mir aber gleich. Rennen ist nicht so ein Problem. Ich finde, bei mir war das immer so, als wir Kinder waren und im Training, wurdest du immer mit Laufen bestraft. Das stimmt. Vielleicht liegt es ja daran, ja? Ich glaube, das ist daran, dass es halt irgendwo unterbewusst einfach für mich wie eine Bestrafung ist, wenn, ja, ich dann alleine laufen will oder so, nach ein paar Kilometern habe ich einfach keinen Bock mehr. Er sagt, nee, das will ich nicht, warum mache ich das hier? Und dann, und ich glaube, das ist wirklich was damit zu tun hat, als wir früher im Training waren, war es immer, wenn du Scheiße gebaut hast, wenn du gequatscht hast oder jemand genervt hast oder den Trainer genervt hast, also los, laufen. Ja. Und dann läufst du Runden und ich glaube, seitdem kann ich es einfach nicht leiden. Und als wir in diesem Kickbox-Training waren, dieses Joggen, und das war nur das Warm-up von denen, bevor wir überhaupt an die Boxdinger gegangen sind, weißt du, zum Kicken und zum Schlagen, da habe ich gedacht, ey, ich sterbe hier auf dem ganzen Gym. Ja, das war immer anstrengend, ja. Ist es so übel, wie ist das Fitness, ja, also der Fitness-Test? Ist schon, also ist so eine gewisse Zeit, sagen wir, es geht eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde und dann wird Power gegeben auf Kommando von den Meistern da vorne, wo dann da vorne stehen und sagen, die Liegestützen jetzt. Und dann machen wir alle Liegestützen und dann müssen alle noch bis 10 zählen und so lange werden die Liegestützen durchgemacht, bis alle bis 10 gezählt haben. Und das sind dann manchmal auch, das ist schon 20 Teilnehmer oder manchmal auch mehr. Das ist übel. Das klingt echt übel. Dann mussten wir, wie in der Armee, zum Beispiel muss man sich ganz auf den Bauch legen und dann Füße auch hinten, alles gerade machen und dann sich nur mit den Händen vorziehen. Das ist auch ein paar Runden. Dann springen und Hampelmann und alles, was man sich so vorstellen kann, ja. Okay, aber bis die Dreiviertelstunde rum ist. Man muss halt schon Gas geben. Da gibt es so manch einer, der dann schon echt mal schnauft und fast auf die Matte kotzt. Und das glaube ich schon, weil es ist halt, wenn man sich nicht richtig darauf vorbereitet, ja, ist es ein Problem. Ja, es ist ein Problem. Es gibt schon viele, die kommen nur ins Training und denken, es reicht. Gibt es in vielen Dojos wahrscheinlich. Aber ich bin zum Beispiel der Meinung, man muss jeden Tag was tun, damit man einen Erfolg bekommt. Also tägliches Training ist auf jeden Fall muss. Ja, Sport ist etwas, ich sag, ohne Training. Also man kann viel mit Training erreichen. Und es gibt ins Training gehen und es gibt im Training trainieren. Ja, wenn das Sinn macht. Ja, genau. Es gibt viele Leute, die kommen ins Training und die machen das ganze Programm mit. Genau. Weil sie es halt denken, sie müssen das machen. Ja. Und das ist, für mich ist es, aber das kam erst in den letzten paar Jahren, wenn ich ins Training gehe,
dann will ich trainieren dort. Ja, ich, genau. Ich will nicht einfach nur da sein und einfach die Übungen machen, sondern ich will aktiv trainieren, ich will besser werden. Und das ist aber für mich, nicht für den Trainer, nicht für jemand anderes, sondern ich will einfach nur für mich besser werden. Ja, das ist die Einstellung, die man braucht. Wenn man was will, dann kann man es auch schaffen. Aber es geht nur mit 100%, wenn man es will. Ja, und ich sage, vieles davon ist einfach Einstellungssache. Ja, so ist das. Weil man muss den inneren Schweinehund sozusagen besiegen, eigentlich, um einen Schritt vorwärts zu gehen. Ja. Keine Ahnung, bei mir kam das, also die Erkenntnis, es war nicht, seit ich in die aktive Mannschaft gekommen oder seit ich Fußball spiele oder sonst was. Das war für mich nicht der Fall, sondern da bin ich auch ins Training gegangen, weil ich halt ins Training gehen musste, damit ich fit bleibe zumindest und dass ich halt einfach mitspielen kann oder mithalten kann oder was auch immer. Und ich sage, in den letzten Jahren, wenn sich die ganzen Verletzungen ein bisschen häufen, dann muss man seinen Körper auf einem gewissen Level beibehalten einfach und deswegen muss man ein bisschen härter trainieren, man muss mehr auf sich aufpassen. Und dann ist es auch so, dass man mit 30, 31, 32, man weiß, dass es bald auch ein Ende hat. Ja. Weißt du, ich werde nicht für immer spielen und deswegen kommt die Erkenntnis auch vielleicht, dass man Training mal mehr genießt. Also Bei mir ist so, ich trainiere auch wieder viel mehr, seit ich Kinder habe und erwachsen bin. Also da kommt wieder das zurück. Ich weiß, ich war eben rastlos, muss ich sagen. Ich war immer rastlos, ich muss immer irgendwas tun. Ja. Und jetzt das Kind und das hat gesagt, jetzt machen wir das. Ja, genau, als Ausgleich. Als Ausgleich für die Kleinen. Ja, gut. Was haben wir noch, Jana? Ist sie eingeschlafen? Nein, ich bin wach. Nee, dann vielen Dank für das Interview. Interview. Hat mich gefreut. Ist kein richtiges Interview, ist ein Gespräch. Ja. An die Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Schaut bei Crazy Ajax in Instagram vorbei. Unbedingt. Dankeschön. Blende es ein, Freunde. Jana wird's, talentiert. Jana wird es einblenden. Lasst ihm ein Like da, lasst ihm ein Abo da und sonst sehen wir uns nächste Woche. Und danke. Ja. Cheerio. Ciao, ciao. Ciao.